Wichtig zu wissen, diese Geburtsjahrgänge können im September 2024 erstmals in Rente gehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, der August 2024 neigt sich ja mit ganz großen Schritten dem Ende entgegen. Am 1.9.2024 haben wir zwei Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen. Dort geht es dann auch um die Frage, wer dort in den beiden Landtagen dann den neuen, vielleicht auch den alten Ministerpräsident stellen wird. Aber genug der Vorrede. Wir wissen ja auch, dass viele Menschen mit ihrer Rente sozusagen sich jetzt langsam anfangen zu beschäftigen. Und da guckt man einfach auch mal, welche Geburtsjahrgänge, wann kann ich eigentlich in Rente gehen, was muss ich tun, welche Geburtsjahrgänge können im September zum Beispiel in Rente gehen. Und wir haben ja in loser Folge auch da immer zu den bestimmten Monaten, jetzt August, Juli, Juni, Mai und so weiter, auch da schon die entsprechenden Videos dazu gedreht und auch die Informationen auf rentenbescheid24.de veröffentlicht. Also gehen wir mal los, starten wir mal einfach. Die Altersrente für langjährig unter Tage Versicherte, die knappschaftliche Bergmannsrente, die als Altersrente ja noch posthum oder die es als Altersrente gibt, die lassen wir einfach mal außen vor. Da gibt es vielleicht 5, 6 oder 12 Bewilligungen im Jahr. Die ist für uns jetzt hier erstmal völlig uninteressant, sondern wir starten einfach mal mit der klassischen Regelaltersrente. Die Regelaltersrente ist praktisch die Altersrentenart, die Versicherte mit relativ hohem Lebensalter erstmals in Anspruch nehmen können. Das Lebensalter der Regelaltersrente, das wissen Sie, steigt seit 2012 schrittweise vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr an. Und wer zum 01.01.1947 geboren wurde, die vor 1947 geboren wurden, die konnten noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres in diese Rente gehen. Und alle die Leute, die danach geboren worden sind, die müssen halt eben mit höherem Renteneintrittsalter rechnen. Und so ist es gesetzlich auch optioniert. Ja, und im September 2024 können in der Tat die Geburtsjahrgänge vom 2.8.1958 bis einschließlich 1.9.1958 mit Vollendung des 66. Lebensjahres, hören Sie zu, 66. Lebensjahr, die Regelaltersrente beanspruchen. Voraussetzung ist, Sie müssen mindestens 5 Jahre allgemeine Wartezeit nachweisen. Das heißt also, 5 Jahre Beitragszeiten müssen Sie nachweisen. Das sind 60 Kalendermonate. Die müssen nicht hintereinander liegen. Die können also auch sozusagen gestückelt in Ihrem gesamten Erwerbsleben da irgendwo rum mehr liegen. Aber in der Regel haben die meisten Regelaltersrentner doch viel mehr als nur die 60 Kalendermonate an Versicherungszeiten nachzuweisen. Aber bedenken Sie bitte auch, die Regelaltersrente ist die am meisten beantragte und bewilligte Altersrentenart in Deutschland. Das muss man sich einfach mal, oder das muss man mal wissen. Über 300.000 oder fast 400.000 im letzten Jahr haben diese Altersrentenart beantragt. Ja, dann rutschen wir sozusagen in die zweite Altersrentenart. Das ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Die können Sie erstmals mit Vollendung des 63. Lebensjahres beanspruchen. Da müssen Sie wie immer 35 Jahre Wartezeit nachweisen. Das sind 420 Kalendermonate. Und da starten wir ebenso wie die Regelaltersrente mit den Geburtsjahrgängen 2.8.1961 bis zum einschließlich 1.9.1961. Das heißt also, die Leute, die in diesem Zeitraum geboren worden sind, können erstmals zum 01.09.2024 diese Altersrente bekommen. Dann mit 12,6% Abschlag. Wartezeit 35 Jahre ist ganz klar. So, dann haben wir die Rente mit dem Nachteilsausgleich, nämlich der Schwerbehinderung, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Und da ist eine ganz interessante Situation dieses Jahr drinne, erkläre ich Ihnen gleich. Erstmal brauchen wir für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen den Grad der Behinderung 50. Der muss bei Beginn der Rente vorliegen. 35 Jahre Wartezeiten, wie bei der Altersrente für langjährig Versicherte, kein Problem. Und es können die Geburtsjahrgänge vom 2.12.1962 bis zum 31.12.1962 erstmals in diese Altersrente gehen, und zwar zum 01.09.2024. Dann mit der Vollendung des 61. Lebensjahres und 8 Kalendermonate, das merken Sie sich jetzt bitte, und 10,8% Abschlag. Die Besonderheit bei dieser Rente ist jetzt folgende: Wenn Sie am 01.01.1963 geboren worden sind, dann können Sie eben nicht
zum 1.10.2024 in diese Rente gehen, sondern weil es nämlich einen Sprung gibt vom 61. Lebensjahr und 8 Kalendermonate auf das 61. Lebensjahr und 10 Kalendermonate, können Sie erst zum 1.11.2024 dann in Rente gehen. Das heißt also, derjenige, der einen Tag später nach dem 31.12.1962 geboren wurde, also am 01.01.1963, der muss sozusagen noch einen Monat länger warten, ehe er dann dieses Jahr am 01.11.2024 in diese Rente drüber springt. Schauen Sie bitte mal in die Tabelle im Paragraph 236a SGB 6 rein. Da finden Sie genau das von mir angesprochene Problem, Besonderheit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, und dann natürlich meine Lieblingsrente, meine Damen und Herren, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die ja im Fokus, im Dauerfeuer der Kritik von vielen Protagonisten in der Wirtschaft ist und auch von Wirtschaftsweisen und wie sie alle heißen, die wollen ja am liebsten diese Rente abschaffen. Ein Teufelszeug, um Gottes Himmels Willen. Sie nehmen uns ja die wichtigen Arbeitskräfte weg und diese Rente kann man ja wohl angeblich mit 63 erstmals in Anspruch nehmen. Alles Blödsinn, meine Damen und Herren. Diese Altersrente kann man nicht mehr mit 63 in Anspruch nehmen. Das ist ganz klar, denn die Altersrente für besonders langjährig Versicherte können Sie mit den Geburtsjahrgängen angestiegen von 1953 bis einschließlich 31.12.1963 nur noch dann mit über 64 Jahren und dann später ab dem 01.01.1964 dann mit dem 65. Lebensjahr in Anspruch nehmen. Ja, meine Damen und Herren, welcher Geburtsjahrgang kann also sozusagen zum 01.09.2024 erstmals in diese Rente gehen? Das sind die Geburtsjahrgänge vom 2. April 1960 bis einschließlich 01.05.1960 und zwar die können mit 64 Jahren und 4 Kalendermonaten in diese Rente erstmals gehen. Voraussetzung oder weitere Voraussetzung ist natürlich, wir brauchen 45 Jahre Wartezeit. Das ist bitte nicht gleichzusetzen mit 45 Jahren Versicherungszeiten. Da wird auch immer viel zusammengewürfelt. Das ist Unfug, meine Damen und Herren. Die 45 Jahre Wartezeit sind etwas anderes als 45 Jahre Versicherungszeiten oder auch etwas anderes als 35 Jahre Versicherungszeiten oder 35 Jahre Wartezeit. Ja, meine Damen und Herren, und diese Rente gibt es tatsächlich immer nur ohne Abschlag. Sie fällt in der Höhe auch geringer aus als die Regelaltersrente. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel weiterarbeiten würden, bekommen Sie natürlich dann eine höhere Rente, als wenn Sie jetzt zum Beispiel in die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte zum 01.09.2024 gehen würden. Ja, und dann noch ein Tipp von mir, von alleine geht's nicht, das wissen Sie auch. Sie müssen bitte einen Rentenantrag stellen. Das heißt also, Sie sagen der deutschen Rentenversicherung, ich möchte meine Rente ab 01.09. haben. Das ist ein Rentenantrag, dann kriegen Sie die Formulare zugeschickt und dann geht der ganze Spaß los. Das Rentenantragsverfahren läuft dann freiweg weiter oder freiweg los und Sie müssen dann an den entsprechenden Stellen im Rentenantrag R100 und R810, das ist der für die Krankenversicherung, Ihre Kreuzchen setzen, bitte nicht die Unterschrift vergessen. Und ganz wichtig, auch noch die Versicherungsnummer da reinschreiben. Also meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Die von mir genannten Geburtsjahrgänge für die vier Altersrentenarten können dann zum 01.09.2024 erstmals in Rente gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.